ich ja eben anekdotisch erzählt habe, Kardinal Frings liegt vorne. Das geht ja in meinen Anekdotenschatz ein. Und ich freue mich, die Sieger und Siegerinnen hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Mit einer Zeit von 2:43:35. Roman Gruber, Julian Klein, Rabea Schöneborn, Marco Nolden, Debbie Schöneborn und Felix Lösch vom Kardinal Frings Gymnasium. Bosch! Bitte? Auf zwei. Letztes Jahr auf Platz 2, dieses Jahr auf Platz 1. Und sportlich sind die. Wo ist denn die Rabea Schöneborn? Die tritt in die Fußstapfen ihrer Schwester, die ja immerhin Olympiasiegerin im modernen Fünfkampf geworden ist. Also insofern sportliche Schwester dabei heute. War es denn schwer heute der Lauf? Darf ich mal fragen hier? Ist denn ganz vorne gelaufen? Als erstes. So, da warst du auch noch ein bisschen kühl, oder? Ja, aber angenehm. Okay. Und wer ist zum Schluss gelaufen? Und wie war es dann? Ein bisschen wärmer, schon ein bisschen wärmer. Okay. Letztes Mal Silbermedaille, dieses Mal Goldmedaille. Wir zählen auf euch nächstes Jahr, ne? Trainiert, damit er, ne? Ihr seid dann raus, ne? Ihr habt dann Abi, ne? Dann seht zu, dass ihr die Unterprima da so übernimmt, hieß das früher. Die 12 und den Titel verteidigt. Wir drücken euch die Daumen und nochmal einen herzlichen Applaus für das Kardinal Frings Gymnasium.